meiner Studienwahl hat niemand irgendwas Schlechtes gesagt. Die meisten Reaktionen waren eher, wow, Elektrotechnik, aber da gibt es doch keine Mädchen und nur unter Jungs und sowas Technisches. Aber es war nichts Negatives, also es war keine, waren keine negativen Sachen, sondern eher was, was auch ein bisschen Bewunderung mit drin hat. Also man muss schon eine gewisse Vorliebe für Mathematik haben und für logische Zusammenhänge, weil es einfach in jedem Fach besteht größtenteils aus Mathe. Man muss immer irgendwas berechnen, man muss irgendwas durchdenken, irgendwelche Formeln aufstellen und da muss man schon einen gewissen Hang dazu haben, dass man es macht und mag und dann geht das meiste eigentlich, erschließt sich, ist halt auch so aufgebaut, dass es dann auch geht. Ich habe mich zwischen was Sozialem und was Technischem entschieden und habe dann lange hin und her überlegt, mache ich was Soziales oder doch lieber was Technisches. Habe dann festgestellt nach vielen Gesprächen, was Technisches ist besser, weil was Soziales kann ich auch so noch machen. Und bei Technik kam für mich eigentlich nur in Frage Maschinenbau oder Elektrotechnik. Und warum ich jetzt genau zur Elektrotechnik tendiert habe, hängt vielleicht auch mit meiner Schwester zusammen, weil sie das halt schon gemacht hat und ich damit was verbinden konnte. Und deshalb bin ich jetzt im Elektrotechnikstudium. Mit Elektrotechnik stehen eigentlich die Türen zu quasi allen Branchen offen. Man kann wirklich in die Forschung und Entwicklung von verschiedensten Branchen gehen. Man kann Roboter bauen, man kann Autos bauen, man kann Solarzellen entwickeln, man kann gucken, wie Strom in die Steckdose kommt, aber auch in den Vertrieb gehen oder in den Service. Also man kann wirklich sehr viel damit machen, gerade weil das Studium auch soweit aufgestellt ist von Informationstechnik, wie funktioniert Internet, wie funktionieren die Leitungen, über Automatisierungstechnik, wie kann man überhaupt Sachen fertigen, wie läuft das automatisch ab und bis hin zum Strom in der Steckdose. Wirtschaftsingenieurwesen, Bau verbindet da irgendwie Bauingenieurwesen mit den Wirtschaftsfächern und man hat da im Studium wie auch nachher im Job dann viele verschiedene Arbeitsfelder und Inhalte zu bearbeiten und das macht die Sache ziemlich spannend und abwechslungsreich. Das Wasserbaulabor ist ein Labor vom Fachbereich Wasserbau und Hydromechanik und die Studenten gehen dort, je nachdem ob Bauingenieur oder Wirtschaftsingenieur, im zweiten oder dritten Semester hin und haben dort zwei große Übungen und die betreut werden mit verschiedenen Versuchen, die dort gemacht werden. Dazu müssen sie eine Studienarbeit abgeben. Und je nachdem, wo man sich dann nachher spezialisiert, kann man, gibt es viele Studenten, die im Bereich Wasserbau dann ihre Bachelorarbeit schreiben zum Beispiel. Und da wird das Wasserbaulabor dann auch genutzt. Also ich kann mich in die Wirtschaftsrichtung, sag ich mal, spezialisieren. Dann habe ich mehr mit Kalkulation zu tun, mehr mit Organisation zu tun. Projektmanagement, sowas. Oder ich kann mich auf die technische Seite hin fokussieren und dann lande ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eher in der Bauleitung. Da geht es dann darum, auch was mit Organisation zu tun, ganz klar, aber muss, hat definitiv auch mehr technische Aspekte. Und man hat da mehr mit den technischen Rechnungen und technischem Arbeitsmaterial zu tun. Spielt überhaupt gar keine Rolle, ob da jetzt mehr Herren oder Damen sitzen im Vorlesungssaal. Überhaupt nicht. Das wird einmal im ersten Semester bei den Professoren angesprochen. Schön, dass sie alle da sind, vor allem die Frauen so ungefähr. Aber dann geht es im Rauschen unter und jeder hilft jedem und dann ist das komplett Wurst. Also dann ist es wirklich egal.